Das Fest der Liebe macht nicht jeden gleich glücklich. Die Papiermenge passt fast nicht in unsere Tonne am ersten Weihnachtsfeiertag. Allerorten arbeiten Menschen für ein frohes Fest. Manche riskieren dafür ihr Leben. Sie verdienen einen Orden. Sie sind die Helden der Weihnachtsbäume. Fair handeln und trotzdem nicht verzichten. Ich möchte einen positiven Beitrag liefern und was Gutes in die Welt bringen. Ein bisschen heile Welt. Weihnachten beginnt im Verborgenen. Die Bergwälder des Kaukasus sind wild und unerschlossen. Michael Kraus, ein Förster aus Freiburg, reist jedes Jahr im Herbst hierher. Das ist einfach echt alles in allem ein Abenteuer, egal was ich mache. Also zum einen kommen wir, wenn es geregnet hat, kaum in den Wald, weil die Straßen einfach super schlecht sind. Die Wege, Straßen wäre eigentlich schon ein falscher Begriff dafür. Und Georgisch ist super schwierig für mich. Englisch können nur ganz, ganz wenige. Und also ohne Dolmetscher bin ich aufgeflogen im Normalfall. Seit ein paar Jahren fährt Michael Kraus zusammen mit den Männern aus Ambrolauri raus in die Wälder. Diese Zeit ist ein Segen für Macho Kublaschwili und die anderen. Binnen weniger Tage können sie da draußen so viel verdienen wie sonst in mehreren Monaten als Bäcker oder Schreiner. Doch für das schnelle Geld zahlen die Männer auch einen Preis. Der Job ist lebensgefährlich. Das Ziel des Konvois sind Bäume, die zu Weihnachten millionenfach in deutschen Wohnzimmern zu finden sind. Nordmann-Tannen. Unter dem Weihnachtsbaum feiern wir seit gut 200 Jahren. Anfangs ganz wortwörtlich. Damals hing der nämlich an der Decke, um in den engen Stuben Platz zu sparen. Jede Zeit hatte ihren Baumschmuck, doch die Rituale blieben gleich. Auch im Krieg, als viele Väter nicht zu Hause, sondern an der Front waren. Die DDR-Spitze wollte das christliche Fest umbenennen in ein weltliches Jahresabschlussfest. Doch sie verwarf die Idee. Auch im Sozialismus blieb ein Weihnachtsbaum ein Weihnachtsbaum. Der 24. Dezember ist den Deutschen heilig. Mit Familie, Geschenken und einer geschmückten Tanne. Nach dem Ende der Sowjetunion kam die georgische Nordmann-Tanne in den Westen. Rund um Ambrolauri wachsen die weltweit ältesten und höchsten Exemplare. So schön gewachsen wie sonst nirgendwo. Doch es sind nicht die Bäume, die nach Europa exportiert werden. Hier werden die Samen geerntet, aus denen bei uns Weihnachtsbäume gezüchtet werden. Eine Arbeit in schwindelerregender Höhe. In den weiten Bergwäldern gibt es viele Leichtsinnige, die die Gefahr unterschätzen. Ah, die werden wahrscheinlich keine Seile dabei haben. Und dann kommen sie jetzt mit der Leiter hoch in die ersten Äste. Und ab da geht's dann ohne irgendwas weiter. Teilweise bis auf 60 Meter, ungesichert. Das ist so ziemlich das Gefährlichste, was du machen kannst. Michael Kraus wollte nicht hinnehmen, dass die Menschen im armen Georgien ihr Leben aufs Spiel setzen. Für unsere Weihnachtsbäume. Deshalb arbeitet er für das dänische Unternehmen Fair Trees, faire Bäume. Die Ernte soll sicher werden. Das war bis letztes Jahr eigentlich immer eine Diskussion, auch Helme tragen. Es ist ja so unbequem, so einen Helm zu tragen. Und es geht halt einfach um einiges schneller, wenn du einfach ohne Seil klettern würdest. Das Risikobewusstsein ist nicht so groß. Ich habe manchmal so das Gefühl, das Vertrauen in Gott ist größer als in die Sicherheit, die man so hat, die Geräte, die möglich sind. Wie wird das?
Wir hatten schon schwere Knochenbrüche und auch Todesfälle. Jetzt, wenn man gesichert ist, kann ja nichts mehr passieren. Das ist doch gut. Du musst es dann unten befestigen. Sind auch wohl schon Leute hochgeklettert und an eine Schlange geraten. Und dann war es das auch. Du erschrickst dann halt und fällst runter. Die Pflücker von Fair Trees klettern 1-2 Meter, sichern sich, klettern weiter und sichern sich erneut. Das Ernten mit voller Montur geht deutlich langsamer. Deshalb zahlt Fair Trees seinen Pflückern höhere Löhne. Umgerechnet 1,60 Euro anstatt teilweise nur 35 Cent pro Kilo Zapfen. Dennoch will das Unternehmen auch Gewinn machen. Die Männer suchen nach den ergiebigsten Flecken Wald. Wir versuchen dann die Ernte einfach da zu machen, wo die Qualität am besten ist. Es ist eigentlich schon zu 90% sicher, dass wir es hier machen, weil die andere Qualität ziemlich mies ist. Aber es kann halt auch sein, dass wir noch feststellen, dass es hier noch über. Fünf Tonnen möglichst hochwertiger Nordmann-Tannenzapfen, das ist das Ernteziel. Und dass die Männer heil zu ihren Familien zurückkehren. Sechs Uhr morgens. Im Erzgebirge wird das ganze Jahr über auf die Weihnachtssaison hingearbeitet. Marlies Rokita sucht nach einem seltenen Stück. Hier sind wir bei Märchenfiguren wie den Rattenfänger. Ist im Übrigen ja gar keine Märchenfigur, sondern eine Sagenfigur. Da muss man ja auch ein bisschen aufpassen. Deko aus Holz. Seit über 100 Jahren schon verdient die Firma Wendt und Kühn damit ihr Geld. Und damit das so bleibt, beschäftigt sie sogar eine eigene Historikerin. Das sind mehrere tausend Figurenmuster in den Schränken. Das ist die Schatzkammer bei Wendt und Kühn. Beispielsweise hier haben wir eine Figur, das ist ein Bräutigam in der Weizsackertracht. Erstmals 1909 entworfen worden. Die hat also noch andere Form. Die Brettchenarme, das ist also noch eine ursprünglichere Form. Später bekommt das ja dann alles Drehteile. Die alte Spieldose aber, die Marlies Rokita eigentlich sucht, entdeckt sie nirgends. Sie sollte ihr als Muster dienen. Hallo. Ein Kunde hatte das Erbstück zur Restaurierung vorbeigebracht. Es soll ein besonderes Weihnachtsgeschenk werden. Die Frage ist nur, wie sah das Original aus? Bei diesem Engel, der hier oben auf die Spieldose kommt, ist die Nachfrage des Kunden, wie das Kleid gewesen sein könnte. Ja. Unterm Licht sieht man, dass es weiß gewesen sein muss. Mhm. Hier vorne. Aber nun müssten wir schauen, wie die Flügelfarbe gewesen sein könnte. Ob die grün, was meinst ich du, denke, wenn es weißes Kleid ist, bunte Flügel oder eher grün? Ich denke eher, es müsste was Farbiges gewesen sein. Okay. Da müssten wir noch mal im Katalog schauen. Und manchmal schreibt der Kunde, was es für eine Bewandtnis mit der Figur hat. Ob die Oma, die durch den Krieg gebracht hat, als einziges, wo man sonst eigentlich nichts hatte, da muss schon ganz viel Herzblut dran hängen. Das ist eine sehr alte, die sind später nicht mehr so aufwendig gemalt worden. Weltberühmt? Die Weihnachtsengel. Teure Sammlerstücke. Bis heute werden sie gedrechselt, geleimt und bemalt. Holz und Handarbeit statt Massenprodukte aus Plastik. Nicht im Trend der Zeit, aber gerade deshalb sieht die Firma im Althergebrachten ihre Zukunft. Das hat natürlich seinen Preis. Bis zu 40 Euro kann so ein Engelchen kosten. Eine Spieldose gar 500 Euro. Marlies, die Hüterin der Schätze, geht weiter auf Spurensuche. In den Schränken hatte sie kein Glück. Vielleicht gibt es wenigstens eine alte Skizze irgendwo? Eine Zeichnung ist dabei, leider nie so detailliert, wie wir das uns jetzt erhofft haben. Da müssen wir dann noch mal in einem anderen Archiv schauen. Die Firmenhistorikerin sucht das Herstellungsjahr und die ursprüngliche Bemalung. In einer Ecke stößt sie auf eine alte Kiste. Eine Schatztruhe, Jahrzehnte alt.
einer von unseren Musterkoffern. Mit denen sind unsere Außenhändler, unsere Vertreter durchs Land gereist und haben letztendlich die Ware angeboten. Drei Spieldosen haben wir hier dabei und ich sehe schon, also hier haben wir fast die identische, die wir in der Reparaturabteilung ja schon gesehen hatten, allerdings hier in der Version von ab 1937 in etwa, da hat sich die Bemalung dann komplett geändert. Vergleichen kann man immer auch bei diesem Stück natürlich. Bin ich wieder. Die Erkenntnisse kommen. Ja, hoffen wir das Beste. Also nach dem Zweiten Weltkrieg ist es anders bearbeitet worden. Hier in der Datierung sind wir da relativ eindeutig, dass es sich um ein frühes Stück handelt. Dann habe ich den Katalog von 1924 und da ist sie erstmals abgebildet. Man sieht, also das ist hier genau die Farbgebung, wie wir es vorhin am Original gesehen haben. Sehr schöne Besonderheit, weil unser Dirigent hat dunkle Haare. Ja, Tatsache. Ich denke, das ist ein Kunde, der möchte so wenig wie möglich an den Figuren ausgebessert haben, sodass er wahrscheinlich auf die dunklen Haare bestehen wird. Wenn es eine Besonderheit ist, genau, würde ich es auch lassen. Jede Figur muss einzeln gereinigt und neu bemalt werden. Kaputte Teile werden ersetzt. Claudia Hähner macht keine halben Sachen, schon gar nicht bei unsachgemäßer Reparatur. Und dann dresche ich den Arm ab. Und das war weicher Leim, also nicht brutal. Der Arm des Cellisten war mit falschem Leim angeklebt worden. Die Restauration der Spieldose wird etwa 450 Euro kosten. Dafür ist und bleibt sie ein Unikat. Man weiß ja, bei jeder Figur, es hat ein anderer Maler in der Hand gehabt. Und das ist immer natürlich ein individueller Charakter, der jeder Figur innewohnt. Das unterscheidet uns vom steril hergestellten Massenprodukt letztendlich. Weihnachtshandwerkskunst, die Generationen überdauert. Nachhaltigkeit aus Tradition. Im Kaukasus geht es jetzt darum, schnell zu sein. Das Wetter ist gut. Macho und die anderen Männer scheinen ein vielversprechendes Fleckchen Wald entdeckt zu haben. Ich mache das bestimmt schon mehr als 20 Jahre. Die Zapfen sind nur wenige Wochen im Herbst erntereif. Wenn es regnet, sind die Bäume zu rutschig, um hinaufzuklettern. Und die Ernte kann für Tage stillstehen. Dann wächst der Zeitdruck weiter. Denn wenn die Zapfen sich erst von alleine öffnen, taugen die Samen nicht mehr für die Zucht. Aus Dänemark ist die Gründerin von Fair Trees angereist, Marianne Bohls. Schön, wieder hier zu sein. Herzlich willkommen im Wald. Ich habe schon einige Proben aufgeschnitten. Einige Tannenzapfen sind ziemlich krumm. Ja. Lass uns mal schauen. Wir versuchen einfach, einen ersten Eindruck davon zu bekommen, wo genau wir die beste Ernte machen können. In guten Tannenzapfen müssen alle Samen weiß sein. Und es darf keinen Insektenbefall geben. Sehr gut, ein wirklich guter Zapfen. Doch nicht jeder Zapfen ist von gleicher Qualität. Na, wir werden wohl keine guten Freunde. We are not so good friends. Es kommt darauf an, die richtigen Bäume für die Ernte auszuwählen. Hat dir jemand gesagt, dass er viele Zapfen in diesem Wipfel gesehen hat, oder suchst du dir einfach irgendeine Tanne aus?
bei Randall. Macho war im Nachbarbaum und hat mir gesagt, dass es hier was zu holen gibt. Und ich habe auch ein kleines Fernglas. Okay, super. Super, dann verschwendest du keine Zeit und Energie. Das ist ein super harter und gefährlicher Job. Die Pflücker sollten wirklich einen Orden bekommen als die Helden der Weihnachtsbäume. Drei Bäume schafft jeder Mann pro Tag. Wenn das Wetter trocken bleibt und alles gut geht, können sie ihr Zeltlager schon in wenigen Tagen wieder abbrechen und zu ihren Familien zurückkehren. Für den Idealisten Michael Kraus zahlt sich seine Arbeit jetzt schon aus. Dadurch, dass ich jetzt gesehen habe, dass im letzten Jahr andere plötzlich auch anfangen, mit Gurten zu arbeiten, habe ich so das Gefühl, dass wir auch Druck auf die anderen ausüben, dass sie dann halt auch, dann fragen da die Zapfenpflücker mal nach, ja, wie sieht es denn aus, können wir nicht auch mal Gurte haben? Das Engagement von Fair Trees zeigt Wirkung. Wenn einer anfängt, ziehen andere oft nach. Das Unternehmen unterstützt auch die lokalen Schulen, zahlt Stipendien und hat für alle Schüler in Ambrolauri eine Zahnklinik eingerichtet. Samenhändlerin Marianne Bohls liegen nicht nur ihre eigenen Arbeiter am Herzen. Jeder sollte sichere und gute Arbeitsbedingungen haben. Daher plane ich natürlich auch eine Kletterschule einzurichten, in der alle Pflücker hier aus der Region das gleiche Klettertraining wie unsere erhalten. In den Wäldern von Ambrolauri machen sich Mariannes Waldarbeiter unter Hochdruck an die Ernte. Werden sie schnell genug pflücken? Wird das Wetter halten? Ein Feld voller junger Tannen, gezogen aus georgischem Samen. Der endlos heiße Sommer im Spessart hat ihnen schwer zugesetzt. Günter Marx hatte sie im vergangenen Herbst gepflanzt. Von den 20.000 Bäumen ist ein Viertel eingegangen. Weihnachtsbäume für 2022. Wir hatten ganz lange Hoffnung. Aber dann so die letzten 4 Wochen, dann hätten sie doch etwas Wasser gebraucht. Fast wären sie durchgekommen. Sowas in dem Stil hatte man noch nie. Günter Marx steht vor einer schweren Entscheidung. Geht er das Risiko ein, neue Setzlinge zu pflanzen? Lohnt es sich, Zeit, Geld und viel Arbeit zu investieren? Biobauer ist er erst seit ein paar Jahren und er lernt immer noch dazu. Günter Marx verzichtet auf Pestizide. Schädlinge und Unkraut bekämpft er mit ökologischen Alternativen. Die lassen Gräser sprießen und töten sie nicht ab. Ob das mit zum Verlust der Tannenbäumchen beigetragen haben könnte? Ein herber Schlag für Günter Marx, nicht nur finanziell. Das ist halt unser Leben und wir identifizieren uns mit den Bäumen. In Deutschland werden jährlich knapp 30 Millionen Weihnachtsbäume verkauft, darunter nur 92.000 Biotannen, aber Tendenz steigend. Günter Marx will sich nicht entmutigen, sondern lieber beraten lassen. Die beiden Expertinnen eines speziellen Pflanzprojekts setzen auf Insekten und Biodiversität. Mhm. Wenn man hier die Hummeln sieht, also ist hier sehr gut aufgegangen bei der Mischung Nummer 6. Sie haben Kräuter ausgesät, die verdrängen wilde Gräser. Gräser haben den Nachteil, dass sie nur an der Oberfläche ihre Wurzeln haben und nicht sehr tief runtergehen. Das heißt, mit dem jungen Christbäumchen in Konkurrenz um das Wasser stehen, wohingegen Kräuter in der Regel tiefwurzelt sind, sehr tief runtergehen, das Wasser mit hochziehen und davon hat dann auch der Christbaum noch mal was. Im Experimentierfeld haben die kleinen Tannenbäume der Dürre getrotzt, dank der Kräuter rundherum. Wenn man die Blumenpracht sieht, dann ja, gibt es ja wieder einen Energieschub, doch Weihnachten mit Weihnachtsbäumen weiterzumachen. Ja. Kräuter als Retter der Bienen und der Weihnachtsbäume. Die naturnahe Lösung hat Günter Marx die Entscheidung leicht gemacht. Er lässt mehrere tausend verdorrte Bäumchen entfernen und ersetzt sie mit frischen.
Was sind die Weihnachtsbäume für 2023? Jetzt müssen wir dann 5 Jahre lang hoffen, dass wir von Frost und Trockenheit verschont bleiben. Bio-Weihnachtsbäume kosten Mut. Von konventionellem Anbau umzusatteln, das traut sich nicht jeder. Ich habe jetzt schon 3 Produzenten zum Umdenken und Umstellen bewegen können. Einige stehen noch in den Startlöchern. Und vielleicht bringen wir die jetzt noch mit unserem Versuch Bienenweide dazu, sich für den Bioanbau zu entscheiden. Sarah Kessler schreibt gerade ihre Doktorarbeit in Geografie und führt nebenbei ein kleines Unternehmen. Planet Paket hat sie es getauft und im Keller ihres Münchner Elternhauses angesiedelt. Noch jedenfalls. Ihr Startup ist erfolgreicher, als sie selbst geglaubt hatte. Öko-Geschenkpapier in verschiedenen Designs. Das sind die 12, mit denen wir gestartet haben. Ich wollte einfach alle Anlässe abdecken. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, ich habe nichts für Ostern explizit. Haben wir Osterhaar dazu genommen. Und dann wollte ich unbedingt noch 3 richtige Weihnachtsmotive, weil alle immer gefragt haben, ist das jetzt für Weihnachten? Ich mir dachte, ihr müsst es doch aussuchen. Sarah entwirft und produziert die Geschenkbögen zusammen mit einer Druckerei in Österreich. Die letzten Weihnachtsfeste öffneten ihr die Augen. Ich packe meine Geschenke am 24. mittags ein, dann sind die ein paar Stunden unter dem Papier und dann wird es aufgerissen und weggeschmissen. Die Papiermenge passt fast nicht in unsere Tonne am ersten Weihnachtsfeiertag. Es ist eigentlich echt verrückt, wie viel Müll da produziert wird. Genaue Statistiken gibt es nicht. Würde jeder Bundesbürger 100 Gramm Geschenkpapier verbrauchen, dann wären das 8000 Tonnen Müll. Meist nicht recycelbar, weil er giftige Farben, Plastik oder Aluminium enthält. Sarah wollte da nicht mehr mitmachen, aber trotzdem nicht verzichten. Es ist schon was Schönes, ein Geschenk zu verpacken. Da geht es um eine Überraschung. Man reißt es auf und man sieht, was sich jemand überlegt hat, was jemand dir schenken möchte, wie dir jemand eine Freude machen möchte. Ja, wie machen wir das jetzt? Das sind kleine Bögen. 50 Stück. Ja, dann mach 2 Rollen und so sehen die normalen Kartons. Als Sarah für sich selbst Recycling-Geschenkpapier suchte und kein schönes fand, kreierte sie kurzerhand ihr eigenes. Seitdem verbringt sie mit Ehemann Kevin viele Feierabende im Keller. Online-Bestellungen fertig machen für den Versand. In Sachen Nachhaltigkeit gehen die beiden keine Kompromisse ein. Sogar das Klebeband ist wiederverwertbar. Da entsteht eine organische Verbindung zwischen dem Karton und dem Klebeband. Ja, da gibt es auch wie so eine Malathese-Abrolle, nur da ist so ein Schwamm vorne dran. Das ist quasi automatisch gleich befeuchtet, wenn du es drauf drückst. Aber das wünscht der Kevin sich so herzzerreißend. Der Anfang kostete Nerven. Einen Tag vor Abgabe der ersten Druckdateien ließ ihr Designer sie hängen. Es war klar, wenn ich es nicht löse, dann löst es keiner. Das wurde mir dann ganz am Anfang von der ganzen Sache ganz schnell klar. Und dann haben wir doch... habe ich recht schnell 2 Designer gefunden, mit denen ich mich getroffen habe. Und einer hat es dann ganz kurzfristig über Nacht gemacht und ich konnte die Druckdateien abgeben, Gott sei Dank. Sarah brauchte einen Geschäftspartner, auf den sie sich verlassen konnte. Den fand die Münchnerin im österreichischen Melk, 4 Autostunden entfernt, den Druckereibesitzer Ernst Gugler. Die Produktion ihres Weihnachtspapiers ist in vollem Gang. Ja, da haben wir dein Papier. Das ist das Papier, okay. Genau, frei von Giftstoffen ist oder frei von schädlichen Substanzen. Die Druckerei Gugler hat hohe Ansprüche. Alles, was hier produziert wird, kann vollständig wiederverwendet werden. Tabu sind herkömmliche Farben, die Mineralöl und Lösungsmittel enthalten und die später als giftiger Klärschlamm zurückbleiben. Ausgeschlossen auch glitzernde Kunststoff- oder Aluminiumfolien und tierische Produkte. Die Inhaltsstoffe sind das A und O. Der Firmenchef meint es ernst mit dem Umweltschutz. Die neue Druckhalle besteht aus recycelten Materialien.
Die Fassade aus alten Druckplatten, die Dämmung aus Papierabfällen. Das reicht für mich nicht aus, dass wir eine andere Farbe verwenden im Druckprozess oder Ökostrom verwenden. Es braucht auf allen Unternehmensebenen sozusagen Maßnahmen, weil wir haben keine Zeit mehr. Ja? Uns rennt die Zeit davon. Früher arbeitete Ernst Gugler für die Umweltorganisation WWF. Heute als Unternehmer, der beweisen will, es geht auch anders. Nicht warten, bis andere mitmachen. Die beiden Weltverbesserer fangen schon mal an. Jetzt. Auf was achte ich jetzt? Ja, ob keine Farben und so und keine Farben verschoben sind. Okay. Ja. Und dann drauf so. Genau. Wir kamen hierher, da war die ganze Idee ein einziges Hirngespinst. Ja, und dann haben wir gestartet und jetzt kommen wir und geben, ich weiß nicht, den wievielten Druckauftrag ab. Ist ein tolles Gefühl, ist auch richtig spannend, das zu sehen, wie die Maschine läuft. Ich glaube, es ist gut. Es verfließt nichts. Geschenkpapier ohne Gift und Glitzer und auch ohne Gewissensbisse. Also es geht um diese neuen Qualitätskriterien, die wir brauchen, um zukunftsfähig zu sein. Die georgischen Pflücker haben sich selbst übertroffen. Statt der geplanten 5 haben sie beinahe 6 Tonnen Zapfen geerntet. Nach anderthalb Wochen in den Wipfeln ist Feierabend für dieses Jahr. Passiert halt immer wieder. Wenn du dann mal einmal in so einen Spalt reingerutscht bist, dann ist es halt rum. Und jetzt haben wir zum Glück jemanden dabei, der uns rausziehen kann. Macho fährt einen alten Militärtruck, noch aus sowjetischen Zeiten. Die Männer sind gelöst nach den anstrengenden Tagen in schwindelerregender Höhe. Auf dem Rückweg ein abgelegenes Dorf. Hier ist Macho zu Hause. Katuna Kublaschwili konnte früher kaum schlafen, wenn ihr Mann weg war zum Pflücken. Immer die bange Frage, wird er gesund zurückkehren? Seitdem sie mit Sicherheitsausrüstung klettern, habe ich keine Angst mehr. Marianne arbeitet mit ihrem georgischen Team bereits seit vielen Jahren zusammen. Wie eine kleine Familie, die sich jedes Jahr für einige Tage zusammenfindet. Damit alles seine Richtigkeit hat, werden noch letzte Formalitäten zwischen Pflückern und Fairtrees schriftlich festgehalten. Wir machen gerade den ganzen Papierkram. Djebashvili. Fairtrees zahlt eine Unfallversicherung für die Erntezeit, eine ganzjährige Krankenversicherung für die Familien und natürlich auch faire Löhne. Das Durchschnittseinkommen liegt in Georgien bei rund 330 Euro pro Monat. Fairtrees zahlt 945 Euro für die anderthalb Wochen, also fast das Dreifache eines Monatslohns. Einer der Männer hat eben ein georgisches Sprichwort zitiert. Jeder Gast ist ein Geschenk Gottes. Es geht reihum mit den Trinksprüchen in Georgien. Wein und große Gefühle. Georgien ist meine zweite Heimat geworden. Ihr habt uns immer willkommen geheißen. Ich bin sehr dankbar für die Wertschätzung. Ein frohes und gleichzeitig faires Fest. Selbst mit gerechten Löhnen lässt sich Gewinn erzielen. Ökoprodukte wie Umweltpapier und Biotannen erobern ihren Markt. Übrigens, in Georgien feiern sie ihr orthodoxes Weihnachten traditionell ohne Baum. Die Tanne wird erst zum Neujahrsfest geschmückt. Very successful training this year.